Es ist im Bereich des Möglichen, dass ich zwischen den letzten Folgen weitergespielt habe und irgendwie war dann da so ein Haus und ich weiß auch nicht. Also, dafür kann ich nix. Das war durch Zauberei einfach da und... Okay, Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Forza Horizon 5. Ich habe irgendwie ein Haus freigeschalten. Ich weiß auch nicht, aus Versehen, nicht mit Absicht. Und, so, das habe ich jetzt halt. Das da. Ihr seht's. Willkommen zurück, Storm. Einen wunderschönen guten Tag. Upgrades und Tuning meiner Autos. Und dann hieß es da irgendwas von Festivals oder so. Ich weiß jetzt. Ich kann einfach 360 Grad um mein Auto herumfliegen? Cool. War das Fuhrpark irgendwo? Hola, mi amigo. Triff mich in der Werkstatt. Das sind alle Autos, die du je hattest. Aber ein paar Lücken hat deine Sammlung schon. Dagegen solltest du was tun. Die Autopakete? Ne, die habe ich alle gekauft. Ja, ja. Ich muss mich kurz zurechtfinden. Das Spiel ist ein bisschen unübersichtlich. Ach, keine Ahnung. Das ist mein Auto. Ja, ich würde da gerne hinfahren zu dem Haus. Oh, oh. Nee, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Okay, da steht was von Haus. Ja, wir gehen Haus betreten. Vielleicht gibt es eine Katze nochmal oder so. Nee. Einfach wieder das Gleiche wie gerade eben. Ich müsste kurz gucken. Ich wurde in eine Karte geschmissen, wo ich mir aussuchen kann, wo genau ich hin will. Ich weiß aber nicht, was da. Festival war das. Nicht? Forza, Festival, Spiele. Funktion geht nicht. Meine Statistiken. Dein Name. Storm. Ach, das ist die Name, mit dem wir ange... Okay, das ist die Name, mit dem wir angesprochen werden können. Okay, wartet mal. Dann suchen wir uns einen anderen Namen raus als Storm, weil das ist ein bisschen... Mad Dog. Flash. Also ich bin überzeugt, dass ich so genannt werden will. Gibt's da noch andere Namen? Evans. Eure Hoheit. Yo, wie cool. Dingo. Mhm. Boogie. Bantasaurus. Ace. Abby Allen. Avatar. Kevin. Chief. Ach, und hier gibt's auch echte Namen. Ja, aber ich glaube nicht, dass da irgendwo mein Name dabei ist. Hier so K-Storm bei K, mal gucken. Boah, aber das ist ja, oh mein Gott, sind da viele Namen dabei. Enno Jans. Jeremy. Joseph Kahn. K-Storm. Nö, irgendwie nicht. Dann lassen wir unseren Spitznamen bei Flash. Hätte ich gesagt. Finde ich ganz cool. Ich weiß immer noch nicht, wie wir da hinkommen. Das da? Horizon Festival Mexico. Ah, hier müssen wir hin. Hier werden wir sogar hingeleitet. Ja, dann würde ich sagen, fahren wir da mal hin. Ja, aber nicht mit dem Auto. Wir nehmen unser... Wie kann man auch Autos kaufen? Ah ja, ich habe durch ein Glücksrad ein Auto bekommen, irgendein Porsche oder so. Wir nehmen natürlich unser schnelles Supercar. Und dann können wir vielleicht heute auch schon mal so weit sein, dass wir ein Auto kaufen. Nur mal gucken. Boah, das sieht so schön aus. Und ihr seht es nicht so schön wie ich, das ist so unfair. In 200 Metern rechts. Oh ja, das Auto hört sich gut an. Ach ja, die Steuerung war ja sehr schwammig. Da war ja was. Ja, ich habe jetzt seit Donnerstag nichts mehr aufgenommen und heute ist Mittwoch. Seit einer Woche kein Forza mehr aufgenommen. Weil ich will ja schön up to date bleiben und gucken, was ihr so zu den Folgen sagt. Da ist jetzt nicht ernsthaft eine Fliege auf meinem hier. Oh ja. Perfekt. Nee, jetzt wollte ich gar nicht drücken.
Riegel könnten Sie, also, das ist mein Monitor, den bräuchte ich. Schön, vielen Dank. Okay, die Fliege ist weg. Sie haben eine Fliege auf den Monitor gesetzt. Das habe ich auch noch nie erlebt. Also doch schon, aber nicht während der Aufnahme. Noch 5 Kilometer. 4, 8, 7. Das Auto ist schon ordentlich, hat schon Speed. Und es sieht ja echt cool aus. Man kann Autos umlackieren, tunen und sonst irgendwas. Irgendwann gucke ich mir das dann auch mal an. Jo, wir haben einfach die ultimative Geschwindigkeit. Dafür gibt es einfach Bonuspunkte, weil wir schnell fahren. Mit 335, super, über die Autobahn. Wenn es keine Beschränkung gibt, warum sollte man das denn nicht ausnutzen? Ja, muss los. Ja, ist doch. Ja, scharf rechts. Okay. Nochmal. Also Steuerung ist, also, ja. Falls ihr auch so Probleme mit der Steuerung habt und ihr trotzdem Punkte haben wollt, fahrt einfach mehr Rennen und stellt auf die einfachste Steuerung. Das ist echt krass. Oh. Aber ich kann hier ja nicht so permanent spielen und permanent aufnehmen. Ich glaube nicht, dass ihr ein 300-Part-LP wollt. Wäre ein bisschen viel. Oh, das ist schon da vorne. Ja, ich bremse dann mal, oder? Ne, wir fahren hier voll über den Acker. Oh. Entschuldigung. Ich war's nicht. Das, die Tulum-Expedition. Oh, das ist ein Straßenrennen. Oh, da ist so ein... Ja. Korb. Ja, nee. Ich habe zwar jemanden dabei, aber nee. Hallo. Hinterm Greenscreen. Ein Sturm zieht auf. Oh, wir haben neu. Horizon Bravo Niner! Hier spricht Horizon Bravo Niner! Hörst du mich? Schau nach oben! Mir nach und bleib dran! Versuche ich ja! Bist du das? Wer sonst? Ich kenne genau die richtige Stelle für eine Festivalerweiterung. Der Weg führt allerdings durch tiefsten Dschungel. Vertraust du mir? Natürlich! Sollte ich dir nicht. Okay, das Flash ist extremst verwirrend. Wir machen wieder auf Storm. Ich kann das hier nicht ändern. Das mache ich dann nach der Aufnahme. Kurz. Ja, wenn da schon steht, ein Sturm zieht auf und dann heißt das hier, das Wetter hält. Oh mein Gott. Seht ihr die Vögel, die da vorbeifliegen? Ja? So ganz kleine Punkte. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Aber ich kann das sehen. Das sieht toll aus. Da über uns. Ja doch, ihr seht das. Und wenn nicht, es tut mir leid. Ich kann die Qualität nicht wirklich steigern. Mein PC ist einfach zu billig dafür. 4000 Euro PC. Beziehungsweise, das Spiel ist einfach zu perfekt. Oh Mann, wo muss ich denn noch fahren? Ich kürze jetzt hier ab. Achso, muss ich gar nicht... Ich kann mir genau so vorstellen, dass du so im echten Leben auch Auto fährst dann. Ein bisschen Regen ist kein Grund zur Sorge. Das ist arg leise. Ich mach das mal lauter auch für euch. Noch schon die Maya. Das heißt, Chuck schickt Blitze in die Wolken und Regen wird fallen. Das ist Thor. Thor ist der mit den Blitzen, nicht Chuck. Keine Sorge, ich habe immer noch alles im Griff. Bist in einem Flugzeug, ich würde jetzt nicht in den Sturm fliegen. Vielleicht doch nicht alles. Ja, du wackelst ein bisschen. Weißt du was? Lass uns nicht direkt in den Sturm reinfliegen. Horizon Bravo Niner, ich gehe im Dschungel runter. Im Dschungel? Oder will ich jetzt auch hin, wenn es regnet? Mir wurde versprochen, dass das schön aussieht. Ist da Boden. Ja, das Feld habe ich gemietet, das ist meins. Ich darf da drüber fahren. Ging mir nie besser. Oh, Landschaftsbau, es gibt Punkte, ja. Landung toll. Ist eine gute Landung. Neben mir ist eine Art überfluteter Tempel. Was? Überfluteter Tempel? Ich will da hin. Hallo? Wo muss ich hin? Oh, jetzt ist Offroad hier. Oh mein Gott. Jo, was ist das? Ich weiß nicht, ob es sieht gut aus. Oh, warum bin ich so weit unten? Entschuldigung. Lass dich nicht bei deiner mesoamerikanischer Geschichte stören. Oh, ich sehe die. Egal, Untertitel. Doch, ihr solltet die Untertitel schon sehen können. Wartet mal kurz.
Okay. So hin? Was, wo muss ich hin? Finde eine Entstellung für Horizon-Signal. Ja. Das Festival kommt und geht jedes Jahr. Das hier existiert schon seit Jahrtausenden. Oh ja, hier kann man hochfahren. Oh, und runterfallen. Also, das war ich nicht. Oh, hier geht's hoch. Ja? Oder ist oben was markiert auf der Karte? Wow. Wir können hier links auch nochmal. Also, was? Das war ich nicht. Oh, der ist wirklich überflutet. Hier links sind noch Markierungen. Also hier ist eine. Dort direkt vor uns. Hier, da. Ich glaube, hier ist die richtige Stelle für die Horizon Pulse Signalstation. Genau, das sehe ich auch so. Und hier hinten noch ganz am Rand der Map. Wie komme ich denn da hin? Ich sag's Hayley, wenn du mich bei den überschwemmten Maya-Tempeln zurücklässt. Wow, ich glaube, ich habe die goldene Statue gefunden. Ich mach mal ein Foto davon. Was? Foto? Ah, Foto. Ja. Sehr schön. Sehr schön. Ich habe eine goldene Statue fotografiert. Ja, ich möchte den Fotomodus verlassen. Das wäre schon nett. Ja. Oh, hinter uns ist... Nee. Nee, das hatten wir doch nicht hier, oder? Nee, ich glaube nicht. Ach, ich muss das selber platzieren. Ja, sag mir das doch einer. Signalstation läuft und... Da vorne am Eck müssen wir noch was machen. Hier ist aber so ein riesen Tempel im Weg. Aua. Boah, der Tempel sieht so majestätisch aus. Auch mit diesem Nebel hier und hier mit diesem riesen Fluss oder... Nee, nicht Fluss, wie heißt das? Teich. Oh mein Gott, wir fahren hier durch. Da ist das Flugzeug. Und unser Exit. Ich sehe halt gar nichts. Ah, hier ist Ramseys... Ich sehe hier kein Flugzeug. Ach da, doch. Okay, ich sehe es, ja. Da bist du ja. Gut, weiter geht's in Richtung Küste. Okay, let's go. Die Stürme sind manchmal heftig, aber die alten Völker der Region wussten den Regen zu schätzen. Du hast ein... Ins Auge der Sturm. Ja gut, da wollten wir eigentlich nicht hin. Aber, also... Nee, ich will da eigentlich immer noch nicht hin. Geht's dir gut? Alles gut. Können wir ganz kurz festhalten, dass da wirklich Regenpartikel sind? Oh mein Gott, das sieht so gut aus. Schöner, wenn wir nicht drin sind. Unser Auto ist aber noch ganz. Aber wir sind wirklich zu zweit auch im Auto. Ja. Wir müssen davor. Okay, wir dürfen also auch nicht out of map gehen. Warum noch nicht? Dankeschön, dann fahren wir jetzt durch den Sturm. Ja, kein Problem. Seitenstreife. Oh, das gibt Punkte. Es gibt Punkte, wenn ihr euer Auto kaputt macht. Also, du packst das schon. Da ist einfach gerade direkt vor uns der Blitz eingeschlagen. Hallo? Ich soll hier weiterfahren. Im Auto ist man ja am sichersten. Also, der Blitz wird dann direkt abgeleitet im Boden. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich gerade in einem Auto sitzen will, wenn ein Blitz einschlägt. Ich will eigentlich nirgendwo sein, wo ein Blitz einschlägt. Oh. Durch den Sumpf, ja klar. Mit dem Auto. Boah, das sieht... Also dieser Nebeleffekt sieht halt schon gut aus. Oh, doch. Ich muss das ganz kurz leiser machen. Bei mir ist das so immens laut. Ich hoffe, bei euch ist das nicht so laut. Doch, ich sehe es gerade, es ist so laut. Ich mach's mal ein Stückchen leiser, wenn es okay ist. Ja.
Da wollte ich jetzt eigentlich nicht hin. Oh, das sind coole Bäume. Die gibt es jetzt auch in Minecraft im 1.18 Update. Ja, ja. Hier mit diesen riesigen Wurzeln. Genau. Ich hole das. Mikrofon. Ein Stück hoch. Von mir aus ist es dann halt im Bild. Aber ihr müsst mich ja auch verstehen können, wenn ich was sag. Okay, jetzt geht's aber weiter. Wir müssen auf dem Weg bleiben. Da war was. Welche Fotos? Ach so. Ja klar, wir fahren mitten durch den Sturm, sind kurz davor zu sterben. Ja, zeig mal die Fotos. Finde ich super. Okay, geht's nach rechts. Oh! Hui! Hör mal auf, um die ganze Zeit nachzuladen. Oh! Jeder Stein fällt hier einzeln weg. Ist das dein Ernst? Ihr könnt hier jeden Stein einzeln umfahren. Und die Steine rollen einzeln. Sag mal, wie ist das denn programmiert? Da ist hier jeder Nanometer des Spiels einzeln programmiert worden. Ja, klar schon, aber die sind ja, das ist nicht mal interaktiv programmiert worden. Das ist ja der Hammer. Das ist Luigi's Mansion in Autoversion. Das Schlimmste haben wir hinter uns, ja, cool. Oh! Ich glaube, ich habe das Haus von einem Einwohner kaputt gemacht. Es tut mir leid! Ich schicke Ihnen Wohnmobil! Ups. Ah, hier ist die Ziellinie. Hey, das hat Spaß gemacht. Das hat Spaß gemacht. Doch, doch, doch. Ich glaube, das hier ist die perfekte Stelle. Ja, sieht ganz cool aus. Du durchaus recht haben. So, wir haben einfach alle Punkte bekommen. Haben wir? I wanna rock DJ. Ja, ja, komm, komm, komm. Ja! Ui! Das sieht nicht schlecht aus. Bitte lächeln, Forza Link, okay. Schön die Punkte gemacht hier. So will ich das. Da ist das Forza-Flugzeug. Horizon Apex. Stimmt, da bin ich hingereist mit dieser, eben mit dieser komischen Karte. Bienvenido bei Horizon Apex. Bereit für mein Straßenrennenprogramm? Kein Problem. Ich meister das. Naja, das wird super. Aber das erst beim nächsten Mal. Hier sind die Veranstaltungen, die ich bisher organisiert habe. Darauf habe ich gewartet. Endlich sehe ich, was du wirklich kannst. Okay, hier sind neue Sachen. Es sieht cool aus. Okay, dann machen wir als nächstes. Oh, hier gibt es ein. Oh, tolles Haus. Das ist ein gratis Haus. Das kaufen wir. Da fahren wir direkt mal hin. Denn Schnellreisepunkte kosten Geld. Hey Flash. Ich nenne mich gleich wieder um in Storm zwischen den Folgen. Hey Flash. Ja, ich will nämlich nicht mit Flash angesprochen werden. Ich bin es nicht würdig, so zu heißen. Ich bin nicht schnell genug dafür. Oh, da ist einfach... Guten Tag! Oh, ich kann jetzt mit denen interagieren. Mann! Strong. Ihr könnt durch das Wasser den Boden sehen. Welche herausragende Leistung, aber trotzdem... Oh mein Gott, wo muss ich denn hin? Ja, einfach geradeaus. Ich bieg hier nicht rechts ab. Nee. Ich fahre hier geradeaus durch. Ja, Route wird neu berechnet. Navi, das passt so. Jetzt sind wir mal... Oh, wir haben einfach einen Stufenaufstieg gemacht. Und Wheel Spin. Leute, wir drehen. Und, Alge? Neue Schuhe! Cool. Drehen. Komm, Auto. Credits. 5000. Ich weiß nicht, ob es ist. Komm schon, letzte Drehung. Los. Yes, 40.000. Ich wollte aber den Camaro. Need for Speed, ihr wisst schon.
Wir können nochmal drehen. Okay, okay, komm, jetzt müssen wir aber hier. Komm, 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 komm. 45.000 Credits, bin ich auch mit zufrieden. Wo muss ich denn hin? Ah, ich habe mich schon wieder im Kreis gedreht. Ja, ja, man kennt die Forza-Steuerung. Wir alle lieben und hassen sie. Ey, was? Hallo, ich lenke nach rechts. Oh, durchs Wasser, Leute. Hui. Ja, Route wird neu berechnet. Du brauchst das nicht berechnen. Ich fahre richtig. Da ist ein Baum im Weg. Du könntest mir das vielleicht melden. Dass ein Baum im Weg ist. Wow. Oh, hier geht's nochmal durchs Wasser durch. Falls ihr jemals so ein Auto fahren solltet, ja, fahrt es nicht im Matsch. Das, hallo, das ist ein Auto, das ist für Highspeed ausgelegt. Das sollt ihr auf einer geraden Strecke fahren. Und nicht Offroad, ja. Aber das sieht halt einfach witzig aus, mit so einem Auto Offroad rumzufahren. Oh, hier geht's wieder schön hinter. Das sieht so cool aus im Wasser. Oh, wir heben ab. Oh. Ich dachte, das sei ein Dinosaurier oder so. Jetzt überholen wir den hier. Zack, zack. Oh ja, ich habe irgendeinen Sieg bekommen, den seht ihr nicht. Irgendein Achievement von... Oh, keine Ahnung. Nein, das Auto, das soll so. Ah, das Auto hat halt was. Das sieht halt schon gut aus. Oh, das hat sogar jetzt diese Dreckstreifen an der Seite, weil wir durch den Dreck gefahren sind. Wir können da durchfahren, oder? Ja. Dieses wunderschöne Plätzchen, das seinem Namen sicher gerecht wird. Hallo. Ich bin auch ganz leise, wenn ich meine Hängematte neben deine aufhänge. Und ich bringe auch nicht 87 gefahrene Straßen. Stimmt, wir können 500 verschiedene Straßen fahren. Und ich bin mir sicher, es gibt dafür irgendein Achievement, wenn wir alle Straßen fahren. Die Familie geht einkaufen. Sorry für die Unterbrechung. Wir wollen doch gute Gäste sein. Aua. Fähigkeitslied. Ach so, weil ich so gut gefahren bin, oder was? Ja, das sehe ich anders. Straße. Alles geradeaus? Ne, hier alles geradeaus. Ja, wir fahren wieder Offroad. Baum, Auto, Haus. Pfeiler von der Straße. Ich sehe nichts. Hier rechts, Baum. Wieso berechnest du die Route? Ich bin Offroad. Oh, hier gibt es ein Sprintrennen. Stimmt, hier ist diese ultragerade Strecke, gell? Die extra für sowas ausgelegt ist. Ja, Flug. Fahr da wieder. Da gibt es eine XP-Tafel. Wie viel gibst du mir? 1000 XP. Ich sehe nichts. Da ist mein Haus. Ich hab's gefunden. Einmal rückwärts. Haus anschauen. So, jetzt schauen wir uns mal meine Villa an hier, ja? Ein wunderschöner Bau im Stil einer spanischen Mission. Ui. Wie aus einem alten Western. Ja, ich hab. Ein großartiger Kauf. VIP natürlich. Das Haus war für mich jetzt kostenlos, weil ich bin natürlich ein VIP-Käufer. Ja. Das ist jetzt mein Zuhause. Ja. Okay, den Namen ändere ich dann. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, Leute.